Christian Worron, Polizeikommandant der Kantonspolizei Wallis. In welche Richtung entwickelt sich der Beruf als Polizist in Zukunft? Also der Beruf als Polizist wird sich also in der Zukunft sehr stark entwickeln, weil wie man weiß, dass die Kriminalität sich manchmal verschlechtert. Die Aufgaben mit der Bevölkerung auf dem ganzen Gebiet des Kantons enorm groß sein werden. Also muss man sich ständig anpassen. Wo liegen denn die Herausforderungen heute im Vergleich zu früher? Also die Kriminalität ist viel komplexer zurzeit, also mit Internet so zum Beispiel, mit allen Problemen von Gewalt in der Gesellschaft. Und wir haben auch viel zu tun mit extra kantonalen Problemen, extra kantonalen Einsätzen. So ist es ein wenig anders als früher. Sie haben vorher gesagt, das Internet mit den sozialen Medien ist auch ein Problem. Wie kann man sich das erklären? Also jetzt gibt es eine große Kriminalität auf Internet, das weiß man schon. Man muss also viele präventive Aktionen in diesem Bereich durchführen. So ist die Entwicklung der Gesellschaft und die Polizei, die Kantonspolizei, muss sich anpassen. Ist es heutzutage zunehmend schwieriger, neue Aspiranten zu finden? Also zum Glück im Wallis absolut nicht. Ich nehme nur ein Beispiel. Pro Jahr haben wir 15 Aspirantenstellen zur Verfügung. Und für diese 15 Aspirantenstellen erhält man also durchschnittlich rund 200 Dossiers von jungen Wallisern, die große Interesse für die Kantonspolizei haben. Wie erklären Sie sich die große Nachfrage? Also der Beruf Polizist ist besonders interessant. Es ist zwar kein normaler Job, weil sie haben viel mit der Kriminalität, mit Problemen zu tun, aber man kann sagen, dass der Junge, der bei uns anfängt, über einen Laufbahnplan verfügt. Er kann mit der Gendarmerie anfangen, danach zur Kriminalpolizei wechseln und wenn er noch dazu Lust hat, hat er auch die Möglichkeit im Bereich Informatik, Logistik zu arbeiten. Also wir haben vielfältige Tätigkeiten in dem Korps und das kann auch erklären, warum man so viele Jungen für unsere Aspirantenstellen haben. Was müssen junge Leute wie ich, die Interesse an diesem Polizeiberuf haben, für Eigenschaften mitbringen? Also die Jungen, die wir haben, sind wirklich gut motiviert, gut ausgebildet. Sie haben eine gute Verbindung auch mit den heutigen Problemen, die wir in der Gesellschaft kennen. Sie bringen uns viel, aber ich muss darauf auch betonen, man braucht auch die Erfahrung der alten Polizisten. Es ist ein Misch im Korps und zurzeit läuft es perfekt. Vielleicht auch noch eine Frage zu Ihnen persönlich als Chef. Was sind die Herausforderungen im Alltag? Also ich fange an normalerweise rund 7 Uhr hier im Büro bis 20 Uhr am Abend. Wir haben also viel als Kommandant. Ich habe viel also Sitzungen durchzuführen auf Kantonalebene, aber auch auf Ebene Bund und mit anderen Kollegen in der Schweiz. Wir müssen immer bereit sein, also große Krisen auf dem ganzen Gebiet des Kantons durchzuführen. Und daneben entwickelt man auch viele strategische Dossiers. Sie haben es selbst gesagt, das ist sehr ein vielschichtiger Job, den Sie als Kommandant der Kantonspolizei haben. Was ist denn das Spannendste oder das Schönste an Ihrer Aufgabe? Also ganz, ganz wichtig ist für mich die Beziehung mit den Polizisten, also mit dem Personal, also im Korps. Das ist also absolut nötig, spannend, weil ich bin froh, ich muss noch einmal darauf betonen, dass wir verfügen, also als Kommandant verfüge ich über sehr gute berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und für mich ist es auch sehr interessant, die Beziehung mit der Bevölkerung, weil wir wollen also immer eine bürgernahe Polizei bleiben. Sie haben gesagt, Sie fangen sehr früh an, um 7 Uhr und hören spät auf, also um 8 Uhr. Wie sieht denn so ein typischer Tag als Kommandant der Kantonspolizei aus? Also wie gesagt, ich früh ganz früh, weil es ist angenehm, früh am Morgen hat man nicht so viele Anrufe, sind wir
bin ich freier, um die Dossier zu prüfen. Und danach beginne ich also mit ständigen Sitzungen, also hier in Zieten oder anderswo im Kanton oder in anderen Kantonen. Und danach gibt es auch Sitzungen mit dem Stab, auch für die Entwicklung der verschiedenen Dossiers. Gibt es auch Momente, in denen Sie denken oder in denen Sie sich wünschen, dass Sie nicht Kommandant der Kantonspolizei wären? Also ich muss ehrlich sagen, nie, weil es ist ein spezieller Job, weil Sie sind da, um Krisen zu bewältigen, wie gesagt, um menschliche Probleme zu lösen. Aber es ist wirklich spannend, weil Sie sind immer aktiv. Sie wissen, wie Sie den Tag anfangen, aber nicht, wie Sie diesen Tag beenden werden. Also jetzt ist es wirklich ein spannender Job, anstrengend schon, also weil wir sind da 24 Stunden pro Tag das ganze Jahr wir müssen zur Verfügung stellen, aber wie gesagt, ich bin immer noch total motiviert für diesen Job. Sie haben es vorhin gesagt, das ist auch ein Job mit sehr vielen Krisen, die es zu bewältigen gibt, mit sehr vielen schwierigen Situationen. Wie können Sie denn vielleicht auch gerade privat abschalten? Also ich bin froh, weil ich habe die richtige Frau, konnte ich mich das so sagen, also geheiratet, weil sie muss auch selbstständig sein. Sie ist daran gewohnt, dass ich so zum Beispiel Mitte am Wochenende also eine Krise bewältigen muss. Muss ich also noch einmal das Haus verlassen. Das ist wirklich wichtig, noch einmal die Familie, die Freunde, die sie das richtig verstehen. Und daneben muss man also den Kopf leeren, und das mache ich durch den Sport. Ich treibe viel Sport. Was treiben Sie denn für Sport? Also ich renne, also zum Beispiel im Sommer. Langlaufski mache ich also auch regelmäßig, also alle sportlich. Ich habe lange Fußball gespielt. Und das ist unbedingt nötig, wenn man einen Job wie meinen macht. Noch eine abschließende Frage zu Ihrem Job, wie Sie am Schluss gesagt haben. Welches Ereignis hat Sie als Kommandant speziell geprägt? Gibt es dort ein Ereignis, das Ihnen speziell geblieben ist? Also vor allem der Busunglück in Cedars. Also es war schon also emotional sehr stark, weil wir waren nicht so gewohnt, also so viele Opfer auf den Straßen, und vor allem Kinder zu haben, die Kontakte mit den Familien, mit der Presse. Es war schon beeindruckend, und vor allem als Vater, weil meine Kinder zurzeit das gleiche Alter hatten wie diese armen Kinder aus Belgien.